Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute zur zweiten Folge meines Podcast-Formats Auswandern, aber wie? Und dafür spreche ich heute mit Svetlana und Anna. Und da geht es auch ums Auswandern, aber es geht vor allem auch um eine ganz andere Form des Lebens, eine andere Lebensweise, was ich super spannend fand. Ihr, Svetlana und Anna, seid schon seit einigen Jahren unterwegs in der Welt und schön, dass ihr heute bei mir seid. Danke für die Einladung. Wir freuen uns aufs Gespräch. Gerne, ich freue mich auch. Wo seid ihr denn gerade? Wir sind in Costa Rica. Wir sind an der pazifischen Küste in einem wunderschönen Ort Nosara. Ihr reist, wie ich gesehen habe, schon seit, ich glaube jetzt 5 Jahren? Sechs. 6 Jahren. Anna ist 16 jetzt schon? Fast 16. Ja, man kann sagen, okay. 16. Das heißt, seit du 10 bist, reist du mit deiner Mutter um die Welt. Anna, wie gefällt dir diese Art von Leben? Gut. Das ist halt mein Lebensstil. Ich habe mich daran gewöhnt und es gefällt mir. Ich will keinen anderen. Ihr seid jetzt in Costa Rica, habt aber sehr, sehr viele Länder schon bereist in den letzten 6 Jahren. Wie lange seid ihr denn pro Land dann immer da? Wir sind normalerweise nicht länger als 3 Monate in einem Land. Das längste war wahrscheinlich Bali in Indonesien. Das war, wenn die ganze Quarantäne, Pandemie-Sache kam. Da sind wir für 6 Monate stecken geblieben und das war der längste Aufenthalt in einem Ort, auf einer Insel in den letzten 6 Jahren. Mhm. Wie entscheidet ihr denn, wann ihr weiterreisen wollt und was das nächste Ziel sein soll? Besprecht ihr das untereinander? Lasst ihr euch da einfach nach dem Bauchgefühl treiben? Oder habt ihr einen genauen Plan, der vielleicht schon über die nächsten Jahre auch schon so ausformuliert ist? Nee, wir haben keinen Plan. Wir sind so spontan. Und wir überlegen uns, wenn es uns zu langweilig wird, dann wir spüren das. Es ist irgendwie an der Zeit, was anderes zu sehen, was anderes zu erleben. Sonst ist man wieder in so einer Komfortzone. Und da merkt man, ja, hier habe ich schon alles gesehen. Es ist eigentlich an der Zeit für eine neue Herausforderung. Und davor, vor dieser Pandemie, da waren wir so spontan, da saßen wir, weiß ich noch, wir saßen in Ho Chi Minh in Vietnam und ich habe das Skyscanner aufgemacht und da sehe ich, oh, schau mal, tolle Flüge gehen dahin, in ein anderes Land, also ganz tolle Flüge. Der Flug geht dann in 3 Stunden. Da haben wir in einer Stunde waren wir fertig, in 1,5 Stunden waren wir am Flughafen und dann sind wir in ein neues Land geflogen. So, also heute geht das nicht mehr so spontan, aber wir versuchen es trotzdem behalten und in dem Rahmen, was möglich ist, sind wir, also versuchen wir weiterhin frei und spontan zu bleiben, so wie wir es davor auch waren. Jetzt waren wir vor kurzem in Panama mit einem Einwegticket, aber das Land hat uns nicht so wirklich gefallen, dann sind wir dann auch gleich zurück. Das heißt, wir, wenn es uns nicht gefällt, gehen ja auch keine Kompromisse ein, muss ich sagen. Also wenn mir ein Land nicht gefällt, dann denke ich mir, warum soll ich meine Zeit hier verbringen, wenn es im Nachbarland meiner Seele besser geht. Und dann ziehen wir dahin, wo es uns gut geht. Seid ihr euch denn da immer einig, beziehungsweise besprecht ihr das untereinander oder muss die eine der anderen folgen, wenn es jetzt mal so entschieden ist? Wie sieht das aus? Ja, wir besprechen alles. Wenn ich irgendwas Tolles finde jetzt mit diesem Flug, dann sage ich, oh Anna, schau mal, also neues Ziel, kostet weiß ich nicht 10 Euro Flug, lass uns doch hinfliegen. Oh ja, lass uns hinfliegen. Also wir sind, dadurch, dass wir keinen Plan haben und keine Liste der Länder, die unbedingt besucht werden muss, sind wir so flexibel und offensichtlich auch, was eure Besitztümer angeht, oder? Wenn ihr innerhalb von einer Stunde so spontan und flexibel sein könnt, dass ihr da zum Flughafen konntet, dann stelle ich mir vor, dass ihr nicht so viele Dinge besitzt, dass es nicht eben mal einzupacken ist und alles mitzunehmen ist. Wir reisen nur mit Handgepäck und jede von uns hat so, ich glaube, ich habe so 8 Kilo und Anna
Sie hat vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht hat sie 7. Das ist alles. Und das ist alles drin. Das sind unsere Laptops, ist meine Kamera, alle Kabel, Ladegeräte und ein bisschen Kleidung. Also das ist... Aber ich finde, das ist trotzdem zu viel. Ja, Anna meint, das ist zu viel und wir müssen reduzieren. Ja. Also noch weniger ist möglich. Das wird dann noch spannender, aber ich muss sagen, es geht noch mit weniger. Ich habe eine Menge an unnutzten Sachen, die ich kein einziges Mal genutzt habe während der Reise. Also die hätte ich nicht mitschleppen müssen. Ja, also in diesen 7 Kilos gibt es auch Sachen, die irgendwie überflüssig waren. Überflüssig sind. Was ist das für ein Gefühl, mit so wenig zurechtzukommen? Ach, das ist schön. Man muss nicht so groß aufpassen, weißt du? Wenn man mit 7 Koffern reist, dann habe ich das vergessen, jenes vergessen, dann braucht man diesen Überblick. Und bei uns, wenn die Tasche voll ist, dann haben wir nichts vergessen. Oder wenn dann die Tasche zu leer ist, dann denke ich, nee, irgendwo liegt hier was. Warum habe ich so viel Platz? Und das ist so, weißt du, wir sind dann nicht an ein Taxi gebunden oder irgendein Transportmittel. Wenn wir kein Taxi finden, dann gehen wir zu Fuß. Das ist nicht schwer. Also wir sind zu mobil und das gefällt mir. Sind wir in einem Hotel, was uns nicht gefällt, sind wir jetzt nicht durch Gepäck gebunden. Also wir wurden zum Beispiel mit 7 Koffern an der Rezeption gelassen mit dem Taxi und müssen hier übernachten. Nein, müssen wir nicht. Wir haben unsere Rucksäcke, wir haben uns umgedreht, weg sind wir. Und das ist Flexibilität und auch, was ich gelernt habe, also die Sachen hier machen sowieso nicht glücklich. Also das ist jetzt, ich für mich alleine muss ausreichend sein. Und wenn mit mir alles stimmt, dann ist es überhaupt nicht wichtig, wie viele Kleider ich habe. Und wenn mit mir nichts stimmt, dann brauche ich natürlich vollen Schrank und 20 Paar Schuhe, um irgendwie diesen Mangel zu kompensieren. Keine Ahnung. Wenn man glücklich ist, dann ist es wirklich egal, wie viele Kleider man hat. Es ist ja dann doch oft auch so, dass Beziehungen einen glücklich machen und Bindungen. Es kommt mir so vor, als habt ihr untereinander eine starke Bindung, sonst wäre das wahrscheinlich auch gar nicht möglich, so ein Reiseteam zu sein, sodass es funktioniert. Aber wie ist es denn, in ein Land zu kommen, von dem man weiß, dass man vielleicht in 3 Monaten schon wieder es verlassen wird? Gibt es da überhaupt die Möglichkeit, Beziehungen und Bindungen aufzubauen mit Menschen, die man da trifft? Ja, wir haben tolle Menschen kennengelernt. Ob das jetzt Bindungen sind, also wir haben wirklich unglaubliche Menschen kennengelernt. Ich habe so viele interessante Leute in meinem ganzen Leben davor nicht getroffen, wie ich die auf Reisen getroffen habe. Die haben mich fasziniert, die haben mich überrascht, die nehme ich irgendwo auch als Vorbild. Aber ob das Bindungen sind, nein, sind die nicht. Und weißt du, ich weiß auch nicht, ob Bindungen gut sind. Ich finde es schön, wenn man so ungebunden bleibt und nicht an anderen Menschen klammert. Zum Beispiel ich als Kind, kannst du dir vorstellen, meine Freunde waren mir so wichtig, dass ich... Wir wollten in ein anderes Haus umziehen. Das war eine ganz kleine Stadt. Also unser Haus war vielleicht 2 Straßen weiter. Für mich war das ein Drama, dass wir in ein anderes Haus 2 Straßen weiter umziehen. So unfrei war ich. Das heißt, ich habe meine Lebensentscheidungen waren vom Wohnsitz meiner Freunde abhängig. Wie verrückt und ich muss da sagen, wie krank und ungesund das ist. Und ich kenne Leute, die gehen studieren in diese bestimmte Stadt oder an diese bestimmte Uni, nur weil Freunde da hingegangen sind. Die wollen mit Freunden zusammen sein oder die ziehen in die Stadt oder ins Land hin, wo irgendein Freund lebt. Das heißt, die leben gar nicht deren Leben. Die,
die, wie sagt man das, die sind von diesen Bindungen geleitet und die entscheiden gar nicht für sich selbst, was will ich denn studieren. Also mein Freund studiert Mathe, aber das heißt doch nicht, dass ich jetzt Mathe studieren muss oder dass meine Lebensweise so verlaufen muss. Und ich finde, das ist so schön, wenn man da selbstständig ist. Und das bewundere ich so bei meiner Anna, weil sie hat das nicht. Sie trifft ihre Entscheidungen nur für sich. Und sie hat Freunde und Freundinnen, sie trifft sie, wenn wir dann in Europa sind. Und jetzt mit den ganzen technischen Möglichkeiten gibt es Zoom, Skype und alles. Und ich muss sagen, ich reise, aber ich treffe meine Freunde in Moskau viel öfter, als die sich untereinander treffen. Und die leben in einer Stadt. Das heißt, dass, wenn man sich treffen will, dann trifft man sich, egal wo jemand lebt. Und das ist alles eine Frage der Prioritäten. Aber es gibt komische Freundschaften, da lebt man in einer Stadt eine Stunde voneinander entfernt und sieht sich nicht. Also, und viele Freunde, deine Freunde haben uns auch in Thailand, auf Bali besucht. Ja, einige Freunde, die uns wirklich sehen wollen, die haben uns auch im Ausland besucht und verbinden das mit einer schönen Reise, ist doch auch schön. Aber das jetzt zum Thema Bindungen zurück, das bewundere ich an meiner Tochter, dass sie klammert nicht. Sie hat Freunde, sie schätzt sie, sie unterhält sich mit denen regulär, aber sie lebt ihr Leben. Und sie trifft ihre Entscheidungen und ganz egal, wie der Weg der Freunde geht, sie geht ihren eigenen Weg. Und das meine ich mit diesen Bindungen. Ich weiß nicht, ob ich die gut finde. Eigenständiger Weg und ja, eben ein ungebundener, unabhängiger Weg und auch ein sehr kreativer, wie ich sehe. Zum Beispiel Anna malt unglaubliche Bilder. Und zum anderen bist du jetzt nicht in einer Schule, sondern es ist eine Form von Homeschooling. Wie habt ihr das gemacht? Wie würdest du, Anna, auch deine eigene Form von Lernen, Bildung, von ja, Erziehung vielleicht sogar beschreiben? Nach welchem Prinzip funktioniert das? Also ich will das vielleicht Unschooling nennen. Weil ich habe das Gefühl, ich lerne gar nicht. Also jetzt nur halt ein bisschen unterwegs, also die Kulturen und so, aber vom Schulprogramm. Ich finde nicht, dass ich wirklich irgendwas mache. Ich höre mir so ein paar meiner Lektionen an und Kurse, die mich jetzt interessieren, aber ich mache es nicht nach dem Schulprogramm. Ich lerne einfach alles, was mich so interessiert im Moment. Hast du ein Beispiel dafür, was dich gerade interessiert, womit du dich beschäftigst? Geschichte, sehr gerne. Und ich habe ganz viele Kurse über Geschichte, über große Frauen in der Geschichte, über Katastrophen, die passiert sind und irgendwie die Menschheit, die Ökonomie verändert haben. Fashion Design, die Geschichte der Mode und die Geschichte des Kinos finde ich auch super. Ist dann das meiste online, nehme ich an. Ihr werdet euch nicht dafür jetzt große Bücher anschaffen, sondern ihr habt dann Online-Ressourcen. Gibt es da Kurse, die du besuchst? Ja, Kurse im Internet. Es gibt wirklich so viele Kurse, die kostenfrei sind und alle sehr gut. Und ich habe keine Schulbücher dabei, nur ein paar Hefte zum Schreiben. Sie hat auch einen riesen Vorteil, weil sie in drei Sprachen lernt. In Russisch, in Deutsch und auf Englisch. Und in der deutschen Sprache gibt es nicht so viel jetzt auf dem Markt. Das hat ja klar mit der Schulpflicht zu tun. Alle gehen ja sowieso in die Schule und brauchen diese Ressourcen nicht wirklich. Aber auf dem russischen Markt, es gibt unglaubliche Sachen in der russischen Sprache. Ich weiß nicht, warum geht man dann noch in die Schule? Es gibt herrliche Kurse zu unglaublichen Themen. Also, jetzt hat sie sich so eine Mitgliedschaft bei so einer Online-Schule gekauft für 300 Rubel. Das sind vielleicht 5 Euro im Monat. Und sie hat da Zugang zu viel? Ich habe nicht gezählt, aber so ein paar hundert Kurse. Und die sind alle qualitativ so gut und so genial. Also wenn man die durchgemacht hat, ist man der Schlaueste im Dorf sozusagen. Und auf Englisch auch. Das Angebot ist so riesig. Kostenfrei oder auch zu bezahlen.
Also wir leben einfach in grandiosen Zeiten. Man kann heute Chinesisch direkt von einem Chinesen lernen oder ayurvedische Medizin von einem indischen Doktor und so richtig aus der ersten Hand, aus der ersten Quelle die Infos nehmen und nicht von Lehrern, die einfach 20 Jahre lang aus demselben Buch irgendwas vorlesen, was sie selbst noch nie erlebt haben. Und das ist so genial. So lernt Anna Spanisch zum Beispiel mit Frauen aus Venezuela. Venezuela und Kolumbien und Französisch mit einer jungen Frau aus Kamerun. Aus Kamerun! Also, das ist ja. Also, so schön. Und sie zeigt mir dann so die Gegend aus dem Fenster, alles auf Französisch, besprechen wir dann ihr Haus und ihre Kleidung. Also, sie hat traditionelle Kleidung. Und was sie dann so kocht, traditionelles Essen, erzählt sie mir darüber. Finde ich auch so toll. Ich will auch nach Kamerun fahren. Ja. Das heißt, du hast dir auch selber ausgesucht, Französisch zu lernen. Das ist eben aus deiner Motivation erwachsen. Ja, ich lerne sehr gerne Sprachen. Dass es nicht einfach war, überhaupt die Schulpflicht zu umgehen, die es ja in Deutschland gibt. Welche Hürden gab es da zu überwinden? Ich habe erstmal MED versucht. Ich habe versucht, uns so eine Beurlaubung zu holen und ehrlich zu sagen, was wir vorhaben. Aber naja, schade, aber so muss ich das sagen. Mit Ehrlichkeit und Nettigkeit kommt man leider nicht immer gut weiter. So hat das nicht funktioniert. Es wurde immer mehr Papier verlangt und sonst irgendwas. Und irgendwann fühle ich mich irgendwie, ich als erwachsene Frau muss jetzt jemandem beweisen, dass wir jetzt in ein anderes Land ziehen wollen oder so. Das ist, ich bin jetzt kein Schulkind mehr, um mich rechtfertigen zu müssen von irgendwelchen Behörden und so. Wir haben uns einfach abgemeldet. Und was ich für Sprüche gehört habe, nach dem Motto, Interpol wird euch überall finden. Und du klaust deiner Tochter die Zukunft, weil du sie aus der deutschen Schule nimmst. Und deine Tochter wird nur blöd aufwachsen und asozial und sonst irgendwas. Ja, also ganz viel Kritik und Druck. Aber ich habe die Entscheidung getroffen. Und wenn die Entscheidung getroffen ist, da können die anderen sagen, was die wollen. Das kann nichts mehr ändern. Es gibt viele Menschen, die gerade diesen Schritt wagen wollen, aber die auch durch diese Angstmache und diesen Druck ja verängstigt sind und sich auch noch nicht richtig vorstellen, wie kann ich das überhaupt machen? Würdest du ihnen Tipps geben, also wenn sie sich jetzt an dich irgendwie wenden und sagen, wie hast du das gemacht, dass sie von dir da eben Ratschläge bekommen? Ja, also ich werde ganz oft von Eltern kontaktiert, von Müttern, die das auch machen wollen und ich erzähle einfach, ich verteile keine Tipps, ich bin ja keine Expertin und ich kann auch nicht sagen, ich kenne die Rechtslage nicht so gut, also ich sag denen, wie ich das gemacht habe und wenn die Person so ähnlich tickt und ihr meine Vorgehensweise irgendwie nah ist, dann kann sie das auch so machen. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Viele Leute, die kämpfen da um diese Beurlaubung und versuchen da gute Kontakte zu diesen Schulbehörden und Schuldirektor pflegen. Das ist so nicht mein Stil. Deshalb, ich werde darum nichts betteln. Ich habe dann einfach Cut gemacht. Das ist so meine Vorgehensweise. Und die Person muss dann selbst entscheiden, wollen die dann diesen Weg gehen, diesen netten Weg oder einfach anderen Weg, den ich zum Beispiel persönlich besser finde, weil dann ist man komplett aus der Verpflichtung heraus und keiner kann uns was sozusagen, also kein Jugendamt oder irgendeine Behörde kann uns verfolgen oder von uns was verlangen, dass wir irgendwelche Nachweise liefern oder sonst irgendwas. Wir sind raus aus der Schulpflicht und wir unterliegen nicht mehr diesem Gesetz.
Herzlichen Glückwunsch, kann ich nur sagen. Wie ist es denn bei dir, Svetlana, überhaupt zu der Entscheidung gekommen, diesen Lebensstil zu führen, vor 6 Jahren? Was war das Ausschlaggebende für dich? Die 6 Jahre, die sind so irgendwie überraschend gekommen. Also das war ein Jahr. Also bei uns war der Plan nur ein Jahr zu reisen. Und dann, ein Jahr war so schnell vorbei und dann schaut man sich an und sagt, ich habe sie gefragt, willst du zurück nach Berlin in die Schule? Sie sagt, nö. Und dann habe ich in mich reingehorcht und schon bei diesem Gedanken ist mir mein ganzer Magen und alles, was da noch drin ist, ist zusammengeschrumpft. Und ich habe verstanden, nein, also keiner von uns will das. Warum müssen wir uns zwingen? Niemand zwingt uns. Also dann müssen wir das auch selbst mit uns nicht tun. Da haben wir gesagt, ja, lass uns noch ein Jahr machen. Okay, noch ein Jahr. Und so ein Jahr waren wir dann halt doch in Deutschland wieder. Aber das ist dann davor, vor diesen Jahren. Das war, ja. Das heißt, unsere erste große Reise, die war schon 2015. Da bin ich 9 geworden. Dann waren wir ein Jahr Ja, dann sind wir zurück nach ein Jahr Reisen. Da waren wir ein Jahr in Berlin. Ich war wieder in der Schule. Und da haben wir sozusagen schon eine Vorstellung gehabt, wie ein Leben aussehen kann. Wir haben sozusagen an der Freiheit schon geschnuppert. Und dieses Jahr, da muss ich sagen, war schwierig für mich in Berlin. Es war immer dunkel und ich war in diesem sozialen System immer besser, immer mehr und alles hat sich um die Schule gedreht. Ich habe mich nicht frei gefühlt, aber ich wusste, es geht auch anders. Und deshalb haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, ja, lass uns losziehen. Also unsere erste große Reise zu zweit, die war 2015, da war an 8. Ich bin 9 geworden. Und 9, dann bist du auf Reisen geworden. Da waren wir ein Jahr unterwegs, das war Südostasien. Wir haben auch einen Dokumentarfilm darüber gedreht, so zweiteiligen, der heißt auch so, Anne, Asien und ich. Und da haben wir an der Freiheit geschnuppert, da haben wir diese Lebensweise erlebt und das war unglaublich schön. Und dann sind wir zurück nach Berlin und wir haben ein Jahr in Berlin gelebt. Und dadurch, dass ich persönlich schon wusste, mein Winter kann anders aussehen, ich kann anders leben, ich kann mich anders fühlen, ich kann die Sonne haben, frisches Obst, ich kann das Meer haben. Und warum sitze ich hier in dieser teuren, dunklen Wohnung in Berlin und schaue immer auf denselben Nachbarn, welcher zu derselben Uhrzeit seinen Hund ausführt? Das war für mich irgendwie, ja, jeder Tag war irgendwie so routiniert und dadurch, dass man diese Schulpflicht hat, man kann auch nicht außerhalb der Ferien sich irgendwo Freiheiten lassen. Ich habe mich sehr in diesem Hamsterrad gefühlt und ja, wie gesagt, vielleicht hätten wir die Reise davor nicht gemacht, hätte ich das auch so nicht realisiert, weil ich kannte den Vergleich nicht. Aber dadurch, dass wir diese Asienreise gemacht haben, da wusste ich, also dass das Leben viel mehr anbieten kann. Und so haben wir uns zusammengesessen und ich habe gesagt, ja, lass uns nochmal losziehen, dann machen wir eine Weltreise. Und dann war das 2017 und haben wir unsere erste Weltreise gemacht. Unsere Weltreise gemacht und seitdem nie wieder zurück. Wir haben seitdem nirgendwo einen Wohnsitz gehabt. Seit 2017. Wir sind immer nur durchgezogen mit dem längsten Aufenthalt auf Bali von 6 Monaten, was ich erzählt habe. Und in den ersten Jahren haben wir uns noch gefragt, so, willst du zurück nach Berlin? Willst du in die Schule? Vermisst du was? Nö, nee, aber jetzt ist irgendwie, fragen wir uns nicht mal. Das ist, weil es klar, also ich will nicht nach Berlin oder nicht nach Deutschland und Anne will nicht mehr in die Schule. Da müssen wir irgendwie einen anderen Weg finden, entweder weiterreisen oder... Aber die Welt ist so groß, wir haben noch so viel zu sehen, deshalb es wird noch lange nicht langweilig. Ja, das klingt auch wirklich sehr, sehr faszinierend und da zu hören, wie ihr diese Reise angeht, das ist sehr inspirierend. Welches Land war denn das, was euch auch vielleicht von den Menschen her ihrer Lebensweise am besten gefallen hat, beziehungsweise vielleicht auch den größten Gegensatz zu Deutschland dargestellt hat? Der größte Gegensatz zu Deutschland, vielleicht die Chinesen? Nee, Indien. Ich glaube, Indien,
Indien fand ich einer der freundlichsten Menschen. Ja, und die sind, wenn die Deutschen so sind, sehr strukturiert und da sind Inder. Ich finde, Inder und Russen sind sich ähnlich. So ein bisschen chaotisch. Was, wo Menschen ganz besonders auffällig freundlich waren, das war Armenien. Das ist unglaublich. Ich glaube, Armenier, die waren. Das ist unglaublich. Unglaublich. Die waren einfach unglaublich. Wir gehen. Wir sind sogar per Halter gefahren die ganze Zeit, weil ich am Flughafen keinen Mietwagen bekommen habe. Haben wir beschlossen, okay, keinen Mietwagen, dann fahren wir per Halter. Also jedes erste Auto hat angehalten. Sogar wenn die in die Gegenrichtung gefahren sind, haben die angehalten, uns Weintrauben geschenkt, gefragt, wie es uns geht, uns Flasche Wasser geschenkt und dann auf irgendein anderes Auto gewartet, um uns sozusagen weiterzugeben. Also wir konnten nicht mal spazieren gehen. Leute haben angehalten und die wollten uns unbedingt irgendwo hinfahren. Und ja, gleichzeitig, zwei Autos haben gleichzeitig angehalten und die haben doch miteinander diskutiert, wer uns mitnehmen darf. Das ist so unglaublich. So haben wir das in keinem anderen Land. Fahren die unter Ziegeln, die uns zeigen, so alte Kloster. Das ist so... So viele Geschenke haben wir bekommen. Aber Neuseeland war auch sehr freundlich. Leute in Neuseeland waren sehr freundlich. Und ja, wir finden Mexikaner auch freundlich. Und irgendwie Costa Rica offen. Auch. Costa Rica. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, da wo mehr Sonne ist, da ist mehr Lebensfreude. Ich weiß nicht. Ja. Also Ägypten war super freundlich. Die waren super freundlich zu uns, die Leute. Ich meine jetzt nicht die Gegend, wo man so an Touristen Souvenir verkauft. Nein, da sind wir kaum hingegangen. Wir waren mehr so mit Einheimischen irgendwo in Dörfern und wir waren ständig irgendwo eingeladen. Wir konnten nicht arbeiten und nicht lernen, weil heute ist die Hochzeit vom Cousin, vom Nachbar. Und dann sind wir zu dieser Party eingeladen. Dann hat irgendein Kindchen Geburtstag und wir sollen doch vorbeikommen. Und wir waren nur eingeladen. Und auch so ehrlich, die wollten nichts von uns. Keine Gegenleistung, kein Geld und gar nichts. Das ist... reine pure Gastfreundlichkeit und Freundlichkeit. Ich habe auch ein paar Mädchen kennengelernt und wir haben, ich habe ihnen mit Englisch geholfen, sie haben mir mit Arabisch geholfen. Und wow. Das ist auch schön, da haben wir sie sehr oft besucht. Und sie haben uns besucht. Ja, toll. Also ich wollte gerade fragen, wie ihr das finanziert überhaupt. Die Frage, die sich sicherlich auch andere stellen. Es ist aber nicht so, dass ihr überall hin eingeladen werdet und die Flüge für euch bezahlt werden. Wie wird das Ganze überhaupt finanziert? Das ist, darf ich jetzt an dieser Stelle für meinen Kurs werben? Oder? Jetzt wird es passen. Also das ist unglaublich. Aber das war eine der schönsten Entdeckungen auf Reisen. Das kostet so wenig. Reisen muss gar nicht teuer sein. Das war für mich wow. So ein Aha-Erlebnis, weil wo wir da angefangen haben, habe ich noch gearbeitet online für ein Unternehmen. Und die haben mir gekündigt, während ich unterwegs war. Und erstmal war ich so ein bisschen schockiert und dann habe ich mich hingesetzt. Ich habe geschaut, was wir haben und was wir ausgeben. Ich habe festgestellt, dass wir für unsere Lebensweise sehr wenig ausgeben. Das heißt, ich muss mir überhaupt noch keine Sorgen machen. Wir werden schon klarkommen. Und dann habe ich kleine Aufträge genommen. Ich habe da übersetzt, ich habe Videoschnitt gemacht, Videoaufnahmen für jemanden auch bestellen, also ein bisschen was dazu verdient. Und dann haben wir unseren ersten Dokumentarfilm produziert, also den verkaufe ich jetzt, diesen Anna, Asien und ich. Und da haben wir auch eine Tour durch Kinos gemacht in Deutschland, wo wir vor dem Publikum standen und erzählt haben und Fragen beantwortet haben. Also diesen Kurs, diese Filme verkaufen wir jetzt in unserem Online-Shop und dann habe ich
da diese Frage mit diesen Finanzen und mit dem Geld so oft kommt, das ist so die populärste überhaupt, nach dem Motto, du bist eine Oligarchentochter aus Russland, klar, also du kannst dir das leisten. Nein, Leute, überhaupt nicht. Also ich habe ausgerechnet, unsere Weltreise hat uns 12 Euro pro Person am Tag gekostet. Da ist alles drin. 12 Euro pro Person am Tag. Da sind Flüge drin, Versicherungen drin, sogar meine Kfz-Versicherung, da ich noch Wagen in Deutschland stehen hatte und Lagerkosten in Deutschland und meine neue Kamera war sogar drin, alles ist drin. Und ja, was kann man für 12 Euro am Tag in Deutschland sich leisten? Also nicht viel. Das heißt, wenn man, deshalb habe ich auch diesen Kurs gemacht und da habe ich den Leuten gezeigt, schau mal hier, wenn du nicht weißt, verschwendest du so viel Geld. Hier buchst du falsche Flüge. Hier durch Unwissen verlierst du schon in der ersten Woche von deiner Reise, verlierst du hier hunderte von Euros, wenn du das und das nicht weißt. Und du lässt dich dann jede Ecke abzocken, weil diese Reisebranche, die ist auch nicht die dümmste. Die wissen, wie die deren Geld verdienen am besten. Und deshalb habe ich diesen Kurs gemacht, um den Leuten zu zeigen, nein, ich bin keine Oligarchentochter. Ich gebe einfach wenig aus. Und das kann jeder und jeder von euch auch so anstellen. Einfach kreativ sein. Es gibt heute so viele Möglichkeiten, wie man Leistung gegen Unterkunft tauschen kann oder an irgendwelchen Projekten sich beteiligen. Und was wir jetzt machen, wir sind zum Beispiel jetzt in einem absolut schicken Hotel. Wir sind hier eingeladen. Wir sind, das ist unser Partnerhotel. Das heißt, wir machen für dieses Hotel Fotos, Videos, Werbung. Ich werde Artikel für Sie schreiben und wir leben hier umsonst, bekommen leckeres Essen und ja, sind wir zwei Prinzessinnen hier direkt an der pazifischen Küste. Das heißt, preiswert reisen heißt noch lange nicht irgendwie nur das billigste Zeug. Essen und irgendwo unter der Brücke schlafen oder in Hostels und nur schauen, dass man jeden Euro behält. Nein, überhaupt nicht. Wir schlafen auch nicht in Hostels. Oder es geht auch nicht darum, irgendwie andere auszunutzen nach dem Motto, oh, jetzt schau mal, wo ich was umsonst bekomme. Nein, überhaupt nicht. Es ist diese Art von Reisenden, will ich gar nicht darüber sprechen. Das macht mich so wütend, wenn Leute andere unterwegs ausnutzen. Bei uns ist es so, dass das muss für beide gut sein. Und also man kann so reisen, dass man Nutzen in die Welt bringt und dafür auch belohnt wird. Und dann sind beide Seiten sehr zufrieden und wir haben es schön und schick. Und die anderen haben irgendwas, was sie gerade brauchen und was sie durch mich, durch meine Qualifikationen bekommen können. Und das finde ich so schön. Also, ja. Das ist nicht nur Reisen von Hotel zu hoppeln. Dadurch sehen wir das Ganze auch ein bisschen tiefer, weil ich spreche immer mit Leuten vor Ort, mit Besitzern, mit Managern, mit Leuten, die hinter jedem Projekt stehen, die erzählen mir persönliche Sachen und das ist, ja, ich finde, auf diese Weise gehen wir auch tiefer ins Land sozusagen, in die Kultur rein und wir helfen jemandem und die Leute helfen uns. Und ja. So reisen wir. Ja, das merkt man auch. Dass es eben dann doch nicht nur um euch geht und eine persönliche Lebensweise, was auch schon sehr viel wert ist und sehr toll ist, sondern eben in diesem Austausch, in dieser neuen Lebensweise auch andere inspiriert bzw. anderen helfen kann. Und wenn man davon eben dann so ein wirklich schönes Leben, so klingt es auf jeden Fall, führen kann, ja, umso besser. Also vielen Dank für die Inspiration, Anna und Svetlana. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg und Glück noch auf eurer weiteren Reise. Vielleicht sieht man sich ja irgendwann. Costa Rica ist tatsächlich auch bei mir geplant für diesen Sommer. Mal sehen, ob es klappt. Wie lange ihr auch noch da seid, können wir ja mal gucken. Und ja, ansonsten für eure weiteren Stationen alles, alles Gute. Vielen Dank. Danke dir. Danke.
Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alle Links zu der Website von Svetlana und von Anna und zu ihrer Doku findet ihr in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Du sollst der Kaiser meiner Seele.